Hallo zusammen, zum Vortrag Caden Life 20 Jahre Entwicklung. Mein Name ist Eugen Mohr, ich bin vom Caden Life Core Team. Letztes Jahr wurde der Videoeditor Caden Life 20-jährig. Was haben wir alles in diesen Jahren ge gelernt? Was sind unsere Stärken? Wie organisieren wir uns und unsere Roadmap? Und was planen wir, um Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und um weiter zu wachsen? Wir haben etwa 100.000 Benutzer, die Cadenlife regelmäßig benutzen, sehen wir von der Download-Seite her. Wenn die Software problemlos läuft, wenn wir einen Release gemacht haben, dann hören wir überhaupt nichts, dann ist Ruhe. Wenn da nur ein kleiner Fehler drin ist oder ein größerer Fehler ist, dann sage ich immer, dann läutet das Telefon innerhalb von 30 Sekunden. Wie kommunizieren wir dann mit all diesen Benutzern? Die Erfahrung zeigt, dass wir möglichst wenige Kommunikationskanäle haben. Sonst haben wir viel Ressourcenverbrauch, um alle diese Kommunikationskanäle zu warten und zu unterhalten. So haben wir einerseits die Homepage, da machen wir die Mitteilungen von neuen Releases. Das ist danach auf Twitter und auf Mastodon. Und der Austausch mit den Benutzern, die Interaktion mit den Benutzern, das ist auf Telegram, Matrix, Diskus und Bugzilla für die Bugtracker. Und wir haben auch einige Nutzer, die auf Reddit zu Hause sind. All diese Kanäle zu betreuen braucht etwa 2 bis 3 Leute. Manchmal ist diese Betreuung auch wirklich eine Herausforderung. Die Downloads, hier sieht man eine Kurve von 2019 bis etwa jetzt. Wir haben eigentlich der Peak im April, das zeigt eigentlich 2020, da war Covid-19, da hatten viele Benutzer von zu Hause einen Videoeditor gebraucht und wir sehen etwa, dass die Benutzerzahl relativ konstant ist. Was man hier sieht, ist hauptsächlich die Downloads von Windows und dem App-Image. Man sieht auch, denke ich, dass die User gerne einmal im Jahr updaten möchten. Die andere Frage ist, wer benutzt dann wirklich CadenLive auch als Videoeditor? Wir haben eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass etwa 36% brauchen CadenLive für YouTube, PeerTube und TikTok-Videos zu machen. Schulen brauchen das etwa. Sind etwa 10%, die CadenLive brauchen. Das sind Universitäten, das sind Kurse, das sind zum Teil Übungen. Und tatsächlich haben wir etwa 8% von den Benutzern, das sind Profis, sage ich mal, das sind unabhängige Filmer, das ist Film, TV, aber sicher auch Hochzeitsfilmer. Aber der größte Anteil an Benutzern, den wir haben, das ist das für den persönlichen Gebrauch. Die machen vielleicht Vlogs, die machen Familienvideos und so weiter. Auf welchen Plattformen wird CadenLive dann gebraucht? Die Analyse von unseren Daten zeigt etwa halbe halbe Linux und Windows. Und im Moment etwa 4.500 Mac-Benutzer. Mit so vielen Usern haben wir natürlich auch viel Feedback. Und dann kommt die Frage auch auf, warum ist dann wirklich Feedback wichtig? Das Feedback ist an und für sich wichtig, dass wir, wie soll ich sagen, wir bekommen interessante Anregungen von den Usern, was man noch implementieren könnte. Natürlich, was nicht richtig läuft, was Bugs sind, was man verbessern könnte. Und einer dieser Feedbacks von Usern führte dazu, dass wir
Sprache zu Text implementiert haben. Der hat uns eine Datenbank vorgeschlagen, die VOSC-Datenbank, wo man automatisch Sprache zu Text wandeln kann und wo man dann automatisch Untertitel erzeugen kann. Das war eine Implementation unter vielen, die uns die User darauf gebracht haben, die uns auch kräftig unterstützt haben mit Zusatzprogrammieren, dass das auch wirklich gut läuft. Und wir konnten in der Zwischenzeit das Sprache-to-Text-Modul mit dem Whisper Datenbank ergänzen, was eigentlich eine Subdatenbank von AI ist. Es kam die Frage auf, kann man dann CadenLive auch direkt spenden? Ist ein bisschen schwierig gewesen. Man konnte nur direkt an KDE spenden. CadenLive ist ein Unterteil von KDE. Wir sind KDE angehängt. Wir können die ganzen Infrastruktur von KDE brauchen, die Server, die Homepage, Mailingadresse und die technische, das technischen Unterhalt von den ganzen Systemen. Aber KDE sagte dann, ja, wir machen mal ein Pilotprojekt mit CadenLive für direkte Spenden, damit die Benutzer, die das möchten, CadenLive etwas spenden können. Die Idee hinter dem Spenden war an und für sich, dass man größere Funktionen schneller integrieren kann. Das heißt, unser Hauptmaintainer Jean-Baptiste Mardel könnte dann einen halben Tag mehr an CadenLive arbeiten, um größere Funktionen zu implementieren. So haben wir diese Spendenaktion am 20. September letztes Jahr gestartet. Und unglaublicherweise, einen Monat später, haben wir das Ziel erreicht, 15.000 Euro mit 450 Spendern. Das hat eigentlich uns angespornt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Für die Software selbst, sage ich mal. Und vor allem, wir konnten mit diesem Geld, Jean-Baptiste Mardel konnte seinen Daily Job ein bisschen reduzieren und wir konnten dann auf die Version 23.04 im April die Sequenzen, das heißt mehrere Zeitleisten im Programmcode einpflegen. Es hat auch dazu geführt, dass wir mehr Zeit auch haben, jetzt die Stabilität der Software zu erhöhen und auch die Performance zu verbessern. Dann ist die Frage auch ist Dokumentation wichtig? Braucht man überhaupt Dokumentation oder liest das eh keiner? Wir haben mal unserem Server eine Analyse gefahren und haben festgestellt, dass wir etwa 3.500 Aufrufe auf den Dokumentserver pro Woche haben. Dann haben wir schön gestaunt, dass da wirklich ein Zugriff stattfindet. Und dann haben wir weiter analysiert und eigentlich festgestellt, dass 2/3 von den Aufrufen sind entweder erste Schritte oder die Leute suchen nach Effekten. Das hat uns dazu bewogen, dass wir gezielt diese Seiten jetzt ausbauen, korrigieren, updaten, auf den neuesten Stand bringen, auch Tutorials jetzt hier einbinden, damit die User noch mehr von der Dokumentation profitieren können. Das sind etwa 15% aller Benutzer, rufen doch wenigstens einmal die neue Dokumentation auf und schauen danach, wie die Software aufgebaut ist und mit den Tutorials da drin. Die andere Frage, wie kommt man denn so vielen Usern über die Zeit hier? Ich denke, ein Punkt ist, wir haben mit Massimo Stella einen professionellen Videoeditor im Hintergrund, der uns zeigt, was so eine Software haben muss oder
können muss, damit sie einigermaßen gut bedient werden kann. Und das probieren wir dann auch zu implementieren. Und da er schon lange im Core-Team ist, haben wir eigentlich eine Strategie auf der Zeitachse, wo wir wissen, etwa das und das müssten wir dann und dann noch implementieren, und das wird uns da nicht zu sehr verzetteln. Wir probieren auch auf unsere User zu hören und Sachen, die interessant sind, da einzupflegen. Wie gesagt, Speech-to-Text war was. Die Marker war etwas anderes. Das hat den YouTubern sehr viel geholfen. Aber was wir gelernt haben in diesen 20 Jahren auch, dass wir nicht zu viel Neues implementieren sollen oder dürfen. Maximal 3 neue Funktionen pro Release sind so etwa das Maximum, was man machen kann. Was nicht so gut läuft, ist eigentlich, wir haben das am Beispiel selbst erlebt, die Implementierung von den neuen Multi-Timeline-Sequenzen, da haben wir viel zu wenig getestet. Da haben wir festgestellt, oh, das haben wir viel zu schnell gemacht, es war wirklich ein Fehler, der 23.04-Release war nicht mehr so stabil. Und diesen Fehler möchten wir nicht nochmal machen, dass wir etwas implementieren, das dann wirklich zu Rückschritten führt in der Software, zu Unstabilitäten. Es bindet auch viele Ressourcen, dann um das Ganze wieder zu flicken oder auf Vordermann zu bringen. Wir sind jetzt gut 4 Monate dran, die Fehler auszubügeln, die Bugs zu finden und die Software wieder stabil zu machen. Das heißt, wir sind jetzt daran, eine Regressionsprüfung einzubauen mit automatischem Rendern, dass wir ganze Projekte laden können und auch wieder rausrendern können, zum Schauen, ob der ganze Ablauf noch läuft und ob die Effekte immer noch sauber funktionieren, ob das auch mit mehreren Sequenzen geht. Das sind wir da dran, so eine Test-Suite aufzubauen, dass wir jetzt laufend testen können, wenn wir neue Funktionen einbauen, dass wir da so keine enorme Regression mehr drin haben. Ja, das ist eigentlich, was wir weiter verbessern, sind der automatischen Test-Suite, die wir jetzt dran sind, gleich aktuell, heute haben wir es nochmal durchgesprochen, möchten wir in den nächsten Wochen wirklich auch einbauen. Da gibt es andere Möglichkeiten, dass man das GUI automatisch testen kann, also das User Interface mit so automatischen Klicks, anstatt selber mit der Maus klicken, dass man das via Test Suite machen kann und schauen, ob die Icons oder die Buttons auch wirklich funktionieren und die entsprechenden Befehle aufrufen können. Dann sind wir auch dran oder haben im Laufe der letzten Jahre die Paketierung automatisiert. Das ist eine große Hilfe. Wir konnten unter KDE mit dem Script Software Craft können wir Kdenlive automatisch paketieren auf verschiedene Plattformen, im Moment Linux, auf Windows und auf Mac. Wir sind jetzt da dran, das auf dem Mac ARM zum Laufen zu bringen. Und diese Paketierung ist hilfreich. Einerseits wird das immer über Nacht neu gebildet und auch die Release-Builds werden automatisch so gebildet. Das heißt, es ist immer die gleiche Software, die das Programm kompiliert und paketiert und nicht mehr Einzelne, die das dann, wenn das Release kommt, dass man das abends noch schnell macht, sondern wir haben da einen Automatismus dahinter. Und ja, wir können dann zentral in diesem Build-Script auch Fehler drin beheben. Das hat massiv zu einer Beruhigung geführt und wir müssen nicht mehr selbst uns um die Paketierung kümmern. Was könnte die Zukunft bringen? Wir überlegen uns das gemeinsame Editieren. Das heißt,
dass man ein Projektfile hochladen kann, wo mehrere Leute gleichzeitig editieren können. Wir sind daran, die KI-Integration neben Speech-to-Text zu überdenken oder zu weiterzudenken, zum Beispiel für erhöhte Bildauflösung, dass man aus, also nicht auch aus einem SD-Auflösung, ehemals Fernsehauflösung, eine HD-Auflösung machen kann, Audioabgleich via KI und Bildsegmentierung, da haben wir noch einige Ideen. Wir sind daran, auch die GPU, die Graphic Processor Unit Unterstützung besser zu integrieren, dass auch der Playback GPU unterstützt ist und vor allem die Effekte über die GPU, über die Grafikkarte gerechnet werden kann. Auch das Decoding sind wir daran, dass das via GPU gemacht werden kann. Scheint nicht ganz so einfach zu sein, aber sollte eigentlich möglich sein in absehbarer Zukunft. Was wir aktuell daran sind, ist die Portierung, ist mehr technisch auf Qt6. Das ist eigentlich das User Interface von der Version 5 zu der Version 6. Und wenn wir das haben, wir sind jetzt da dran, erste Test haben wir heute gemacht, scheint nicht so trivial zu sein. Zum Beispiel die Mauszeiger funktionieren nicht mehr richtig plötzlich. Man hat dann keinen Pfeil mehr, sondern eine Sanduhr als Mauszeiger. Andere Sachen funktionieren plötzlich wieder besser mit der Portierung. Das ist etwas, das wir uns in den nächsten 2 bis 3 Monaten beschäftigen, weil KDE im Hintergrund alle ihre Frameworks auch auf Version 6 hieft. Ja, mit einer so umfangreichen Software ist natürlich immer die Frage mit Copyright, wie schützt man so eine Software? Sind wir eigentlich nicht so stark, muss man offen sagen. Es gibt doch immer Leute, die da irgendwo das Urheberrecht ein bisschen missachten. Also wir probieren dann die CadenLive zu schützen. Das Logo ist geschützt und das Wort CadenLive ist auch geschützt. Und alle Quelldateien, die wir haben, sind eigentlich geschützt im Sinne von, dass wir den SPDX-Ansatz machen, also Software Package Data Exchange, und dass wir auch automatisch prüfen können, ob diese Copyright-Zeilen auch wirklich im Source Code drin sind, dass wenn da jemand irgendwo kopiert, dass man das sofort sehen kann. So dass wir weiterhin eigentlich sagen können, CadenLive ist kostenlos, kann man kostenlos downloaden und jeder, der es möchte, kann es eigentlich auch selbst gebrauchen. Ja, das wäre die Übersicht. 20 Jahre CadenLive. Ja, das wäre mein Vortrag gewesen. Besten Dank. Vielen, vielen Dank, Eugen.